Hallo da draußen, viele von euch streamen ja schon Gottesdienste und jetzt lasst uns gucken, wie wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen optimieren können. In dem ersten Teil des Tutorials wird es um den guten Ton aus der Kirche gehen. Mehrere Sprecher, mehrere Sänger, mehrere Positionen, eine Orgel, am besten noch ein Posaunenchor und ein Schlagzeuger. Kein Wunder, dass man so einen Ton nicht gerade mit der Mütze fängt. Wie sowas aber gehen kann, wie man einen guten Ton in so einem Gottesdienst hinbekommt, obwohl der Raum nicht gerade optimal ist, weil sehr hallig, das erklärt uns Ulf Trappmann aus der evangelischen Kirchengemeinde in Hahn. Er sorgt da für einen wirklich exzellenten Ton. Im zweiten Teil des Tutorials wird es wieder um einen Bildmischer gehen. In einem ersten Video hatte ich euch den Atom Mini von Blackmagic vorgestellt. Jonathan Dörr zeigt euch einen anderen Bildmischer, mit dem in Hahn wirklich super gearbeitet wird. Außerdem zeigt er euch, wie ihr zum Beispiel einen Liedtext durch das Bild scrollen könnt, wie ihr Bauchbinden machen könnt, einen Titel einblendet oder einen Abspann. Diese Tipps alle jetzt aus der Kirchengemeinde in Hahn. Ich bin Ulf Trappmann aus der evangelischen Kirchengemeinde in Hahn. Wir haben in diesen Zeiten sehr früh erkannt, dass wir unsere Gemeinde mit einem Online-Gottesdienst erreichen. Und ich persönlich bin vor allem für den guten Ton dafür verantwortlich. Bei uns habe ich es mir zugegebenermaßen sehr einfach gemacht. Wir haben hier ohnehin eine sehr gute Mikrofonanlage, die auf einem zentralen Mischpult aufläuft. Bin ich also hergegangen und habe einfach das Mikrofon aus unserer Wandbox abgezogen, vom Multicore runter und habe das bei dem ersten Durchgang, den wir gemacht haben, einfach auf ein kleines Mischpult gesteckt. Das war dann in unserem Fall dieses analoge Pult hier von Alan Heath. Das hatte für mich den charmanten Vorteil, dass ich gleich ein paar Eingänge hatte und im Fall von diesem Pult ein USB-Audio-Interface, mit dem wir in unsere Streaming-Software gehen konnten. Habt ihr nicht die Möglichkeit eines solchen Pultes, aber trotzdem Mikrofone in der Kirche, könnt ihr euch mit einer kleineren Lösung behelfen. Ich habe mal das kleinste Mischpult rausgesucht, was ich in meinem Audiofundus so hatte. Und das ist ein solches hier. In dem Falle schon ein etwas betagtes von der Firma Phonik. Es gibt es aber auch von ganz unterschiedlichen Herstellern. Selbst damit habt ihr die Möglichkeit, ein professionelles Mikrofon anzuschließen, hier mit XLR zum Beispiel. Und im allereinfachsten Fall mit einem ganz üblichen Klinke-Kinch-Kabel in den Eingang eurer Soundkarte am Rechner zu gehen. Es ist wichtig, dass ihr ein vernünftiges Audio-Interface benutzt. Da gibt es von Behringer über M-Audio bis hin zu Focusrite viele Hersteller, die ihr bei den großen Musikalienversendern im Internet vielleicht einfach mal selber raussuchen könnt. Die allermeisten Computer, die ihr benutzt, haben keinen vernünftigen Vorverstärker für Mikrofone dieser Bauart. Was auch nicht gut funktioniert, sind die integrierten Mikrofone in euren Kameras. Die haben aufgrund von der Distanz und der Bauart her einen zu großen Einfluss auf die Dynamik und fangen auch viel zu viel Umgebungshall ein. So eine Kirche ist groß und hallig, es gibt viele Reflexionen und da wollen wir möglichst viel Direktschall mitbekommen. Ich habe den Kollegen jetzt gebeten, mal von meinem kleinen Lavalier-Mikrofon, was ich hier vorne anstecken habe, auf dieses Mikrofon umzuschalten, damit ihr mitbekommt, wie es so klingt. Das ist ein Sennheiser MZH, weiß ich gar nicht, die müsste ich mal gucken. Die haben wir an drei Positionen verbaut, an dem Rednerpult, auf der Kanzel und hier freistehend, um sich ein bisschen zu bewegen. Ich habe jetzt wieder ein Lavalier-Mikrofon für euch, damit ich mich ein bisschen freier bewegen kann. Wir haben musikalisch bei einigen Gottesdiensten Unterstützung. Hier sitzt zum Beispiel hin und wieder der Schlagzeuger Peter Weisheit und am Flügel unser Kantor Martin Honsberg. Mit Sarah Weidner und Katrin Wagner haben wir zwei Solistinnen, die uns auch bei den Gesängen unterstützen. Damit wir das alles schön aufnehmen können, haben wir auch an diesen Positionen Mikrofone, am Schlagzeug auch noch was Overhead, Bassdrum, am Flügel einen kleinen Membraner von Röde. Die meisten Stücke jedoch begleitet unser Kantor Martin Honsberg an der Orgel.
So eine Orgel ist in der Kirche ja unglaublich voluminös und raumfüllend, bis aber auch klein, leise und sehr sachte, je nachdem, in welchen Registern gespielt wird. Damit wir das vernünftig hören, haben wir zusätzlich zu den Mikrofonpositionen, die ich euch gezeigt habe, dort oben auf einer Stereoschiene ein weiteres Paar Mikrofone. Und wenn man genau hinschaut, links, wo die Kabel hinführen, eine kleine GoPro Action Cam, mit der wir auch mal hin und her schwenken können. Wir hatten heute zum Beispiel im Sonntagsgottesdienst einen Trompeter, der ein paar Solostücke gespielt hat, wo die Orgel nur begleitet hat. Das haben wir mit diesen Mikrofonen eingefangen. Wir werden euch mal den Link, man macht immer so, habe ich gelernt, den Link zum letzten Gottesdienst hier unten reinbringen. Dann könnt ihr euch mal ein Bild davon machen, wie es klingt. Kleiner Tipp, unter Kopfhörer wird es richtig gut. Hier sitze ich jetzt an dem Arbeitsplatz, an dem ich den Ton für den Stream kontrolliere. Mein Arbeitsgerät ist ein schon fast in die Jahre gekommenes, aber schon digitales Mischpult von Yamaha, wo ich all die Mikrofonpositionen, die ich euch jetzt gezeigt habe, drauf zusammensammle. Ich kann hier zusätzlich zur Klangregelung auch in die Dynamik eingreifen. Das ist ziemlich wichtig für YouTube, denn wenn wir die Dynamik, also die Grenzen zwischen laut und leise nicht kontrollieren, macht das hinterher die Streaming-Plattform für uns, in dem Falle YouTube. Alles, was denen zu leise ist, wird angehoben und alles, was zu laut ist, wird oben abgeschnitten und gedeckelt. YouTube mittelt das über die Zeit des gesamten Streams oder der hochgeladenen Datei. Wie die das genau machen und wann die ständig an ihren Algorithmen drehen, da komme ich mittlerweile selber nicht hinterher. Wenn ihr aber ein lautes, deutliches Sprachsignal haben möchtet, was weder zu Verhalt klingt, noch total platt komprimiert wie der Werbesprecher im Lokalradio, solltet ihr euch so ein bisschen daran orientieren, in eurer Streaming-Software auf minus 15, 14, vielleicht minus 13 Dezibel der Aussteuerungsanzeige zu kommen. Früher hieß das in der digitalen Welt Dezibel Full Scale, DBFS. Mittlerweile heißt es ganz oft LUFS, LU steht dann für Loudness Units, wobei ein so ein Unit auch nur ein dB-Schritt ist, wenn ich das in den englischsprachigen Papers bei YouTube richtig verstanden habe. Ich denke, wenn es in diese Größenordnung geht, habt ihr bestimmt jemanden dabei, der euch da begleitet und den Ton für euch aufbereitet. Wenn ihr aber mit diesen kleineren Mischpulten arbeitet, wo ihr mehrere Kanäle drauf zusammenführt, so ist es dennoch vielleicht wichtig, jemanden da dran zu setzen, der nachregeln kann und verschiedene Mikrofone zu- oder abschalten kann. Ich möchte euch gerne abschließend bei diesem kleinen Rundgang noch zeigen, was passiert, wenn viele Mikrofone gleichzeitig offen sind. Denn jetzt habe ich ja meinen Anstecker gerade hier, den ihr hört, und nicht die anderen Mikrofone offen. Als erstes zeige ich euch mal, was passiert, wenn wir die Atmo hineinnehmen in der Kirche. Ich ziehe mein Mikrofon jetzt mal ein bisschen runter und zeige euch, wie viel Nachhall in einer Kirche tatsächlich existiert. In der Regel macht bei uns ein Pfarrer einen Gottesdienst derzeit, ohne dass es weitere Redner, Wechselspiele oder Anspiele gibt. Dazu wechselt er schon mal vom Altar zum Rednerpult oder auf die Kanzel. Wenn all diese Mikrofone zugleich offen sind, ich schiebe sie mal ein bisschen rein, merkt ihr, wird die ganze Atmo sehr, sehr hallig. Und auf einem Handy oder einem Fernseher mit nicht ganz so guter Lautsprecher-Verstärkertechnik kann das Hören sehr schnell sehr anstrengend werden. Versucht also, möglichst ein Mikrofon mit einem deutlichen Nutzpegel zu haben und nur wenn gesungen wird oder es
ein Wechselgespräch gibt, die entsprechenden Mikrofone mit hinzuzuschalten. Das war ein kleiner, recht intensiver Ausflug, wie ich finde, durch unsere verwendete Tontechnik hier. Im Vordergrund seht ihr jetzt schon den Arbeitsplatz von unserer Bildregie. In allererster Reihe vor den Bänken heute haben wir Platz genommen, um möglichst dicht am Geschehen zu sein. Da sitzt der Jonathan Dörr und hat einen Capture-PC mit einer Blackmagic Capture Card und einem Roland V1 HD Videomischer. Und der zeigt euch jetzt mal, wie wir unsere Bilder einfangen und in den Stream bringen. Wir haben hier zwei Fotokameras und eine GoPro, die wir mit dem Bildmischer Roland V1 HD zusammenmischen und dann später über die Streaming-Software OBS mit YouTube streamen. Wichtig zu beachten bei den Kameras ist, dass sie einen HDMI-Ausgang haben, egal in welcher Art und Weise. Mini, Mikro oder normales. Wichtig ist außerdem, dass es ein clean HDMI-Ausgang ist, das heißt, dass keine Daten, die normalerweise auf dem Bildschirm sind, mitgesendet werden. Genau, hier seht ihr das Setup von uns, einmal mit dem Bildmischer, wo ich zwischen den drei Kameras hin und her wechseln kann, einmal die, wieder die Setup-Kamera und die GoPro da oben. Die gibt einen Multiview-Bildschirm quasi aus für diesen Bildschirm, wo wir alle vier Eingänge sehen. Der vierte Eingang ist von meinem Laptop, wo man Liedtext, also wo wir die Liedtext drüber einblenden und später den Hintergrund auskeyen. Das Ganze geht dann über eine Capture-Card in unseren Rechner, wo wir hier mit OBS später noch Bauchbinden und einen Abspann hinzufügen. Noch ein wichtiger Tipp, wenn ihr streamt, solltet ihr euch irgendwo einen Laptop hinstellen, wo ihr sehen könnt, was ihr sendet und auch nochmal mithören, ob wirklich alles so ankommt, wie ihr es wollt. Das war unser kleiner Rundgang durch die Technik, die wir verwenden, wenn wir einen Online-Gottesdienst für euch streamen. Wenn ihr noch Fragen habt, blenden wir euch jetzt mal unsere E-Mail-Adresse ein, die wir extra für die Streaming-Gottesdienste eingerichtet haben. Dann nehmen wir gerne auch Lob und Kritik an. Ihr könnt uns auch zeigen, wie ihr es macht. Vielleicht habt ihr aber auch Fragen zu Bild, Ton, Hard- oder Software. Fragt uns, schreibt uns. Wir beantworten eure Fragen sehr gerne. Macht's gut, schöne Grüße aus dem kleinen Hahn im Rheinland. Ciao. Tschüss.